herzlich willkommen auf meinem YouTube- bzw. Instagram-TV-Kanal. Je nachdem, wie lang das Video wird, werde ich es dort oder dort hochladen. Zu einem kleinen Q&A, Fragen und Antworten. Ich hatte ja heute so eine Frage gestellt, was euch interessiert. Und da kam eine Vielzahl von Fragen. Und da möchte ich jetzt einfach mal an ein paar durchgehen, die vielleicht für den einen oder anderen von Interesse sein könnten. Hab mir immer mal die Namen aufgeschrieben und natürlich jetzt erstmal nur Fragen genommen, die jetzt nicht zu lang zu beantworten sind, weil ich das einfach jetzt hier gerade im Wald mache, kurz bevor ich so eine Intervall-Session mache. Puh, das wird schon mal anstrengend, also ich habe schon mein Sportoutfit und genau, da wollen wir mal kurz anfangen. Der Bambusjunge hatte gefragt, ganz interessant, das kam auch schon öfters, was meine Motivation ist, dass ich, wie hat er das gesagt, wieso ich angefangen habe, mein Wissen zu teilen und genau, wieso ich das auf Instagram mache. Ganz ehrlich, das war bei mir so ein bisschen spontan, weil ich hatte immer so das Gefühl, dass der ganze Bereich Trading und so, dass das alles so reißerisch ist und man so das Gefühl hat, dass alles Abzocke ist. Und da wollte ich mal so einen kleinen versuchen, so einen kleinen Gegenpol aufzubauen, um zu zeigen, dass man eben auch Trading betreiben kann, nicht nur quasi auf Glücksbasis und auch nicht nur, indem man irgendwie Leute abzockt oder nur Seminare macht, sondern ja, da wollte ich einfach so ein bisschen mein Vorgehen zeigen und das den Leuten näher bringen, dass vielleicht der ein oder andere auch damit anfängt oder zumindest einfach Inspiration für die Börse bieten. Das war so die Idee an der ganzen Sache. Genau, und der Yannick, Yannick.dmm. Wie ist es, hauptberuflich an der Börse zu sein? Das seht ihr ja jeden Tag. Um ehrlich zu sein, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Kann mir nichts Besseres vorstellen. Und ja, habe auch nicht vor, mehr in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Deswegen ja, ist das für mich quasi der Traumjob, bis auf, oh, hier sind einige Jogger, bis auf diese letzte Phase jetzt in der, mit dem Coronavirus, da gab es natürlich echt ein paar üble ja, Nächte und das war nicht ganz so schön. Aber trotzdem, insgesamt ist es einfach das Geilste überhaupt. So, der Henrik, Henrik SND, wie bin ich dazu gekommen, professionell zu traden? Also bei mir hatte das ja, ich habe ja so ein Video mal gemacht zu meinem Werdegang, wer sich das mal anschauen will bei YouTube. Ich hatte ja dann angefangen, das nebenher zu machen und Börse hatte mich dann irgendwann echt fasziniert und dann habe ich mir einfach dann irgendwann gesagt, okay, probierst du das mal? Und ich habe damals halt noch zu Hause gewohnt, hatte wenige Fixkosten und da konnte ich das natürlich dann mit relativ geringen Risiken versuchen umzusetzen. Das ist natürlich was anderes, wie man an einer Familie zu versorgen hat. Aber genau, ich habe dann einfach dann irgendwann, nachdem ich viele Monate profitabel war, oder ich glaube sogar ein Jahr, da habe ich dann angefangen und mit ein paar Rücklagen und so und wie gesagt, wenigen Fixkosten. So, das war meine Idee. Bester und schlechtester Trade hatte Chris G. gefragt. Interessanterweise, ich erinnere mich kaum mehr an meinen besten Trade. Ich habe keine Ahnung gerade, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur, dass mein schlechtester Trade jetzt vor kurzem, einer der schlechtesten Trades war TUI, weil ich da einen fünfstelligen Verlust realisiert habe. Ich glaube, 12.000 Euro oder so habe ich da Verlust realisiert. Das war richtig schlecht. Davor habe ich bei Aurelius noch irgendwann nochmal, als dieser Short-Attacke kam, habe ich sogar noch mehr mit Aurelius verloren. Und ich hatte mal riesige Buchverluste bei Volkswagen, als die Aktie auf 1.000 Euro gestiegen ist. Da hatte ich, glaube ich, mal kurzfristig nur in dieser Aktie 36.000 Euro Verlust. Das war der größte Verlust, aber dort bin ich dann auch sogar noch mit Gewinn wieder rausgekommen. Also da habe ich dann zumindest durchgehalten. Aber das waren so die drei, an die ich mich erinnere. Als nächstes, Monsieur Schutzbart oder Schnurrbart. Ich weiß nicht, ich habe es vielleicht falsch aufgeschrieben. In welcher Branche gibt es Tenbagger-Potenzial? Puh, ja, da bin ich ja auch immer jetzt auf der Suche. Ich wollte dazu sogar auch mal Videos machen. Arm wird schon schwer. Also ich kann mir halt gut vorstellen, dass diese Bereiche Digitalisierung jetzt vor allen Dingen auch durch Corona ein weiteres Potenzial bieten. Da solche IT-Dienstleister, vielleicht sowas wie Bechtle, Data Group. Ich glaube, in dem Bereich kann man mal versuchen, was Interessantes zu finden. Aber auch Softwareunternehmen, so KI. Oder wenn es eine neue Chip-Generation gibt, sowas in die Richtung. Also da muss man schauen, welche Unternehmen in solchen Branchen auf einmal starkes Wachstum bieten. Und da kann man dann natürlich dann auch einen Tenbagger bekommen. Zum Beispiel viele Softwareunternehmen wie Nemetschek und so. Das waren ja alles Tenbagger. Hypoport, müsst ihr euch mal die Charts anschauen. Also Unternehmen, die stark wachsen mit guten Margen, mit ein paar Übernahmen. Da kann das dann echt schnell mal gehen. Man glaubt es nicht, aber es geht relativ schnell.
Der Volker Ament. Senkung der Ölproduktion in Hilfspaket EU. Positive Börsen nach Ostern. Da hat mich jetzt echt viele gefragt nach Öl. Aber ich bin, wie gesagt, erstens kein Ölexperte und zweitens ist es wieder bei dieser Ölsache so gewesen. Ihr dürft nicht vergessen, diese Ankündigung alleine, dass Trump gesagt hat oder der das irgendwie gefordert hat, die sollen sich jetzt alle zusammensetzen, die hatte ja schon für diesen Kurssprung, ich glaube, um 30% nach oben gesorgt. Und dementsprechend ist dann meiner Meinung nach eher Rückschlagpotenzial, auch wenn dann eine Einigung kommt, die ja jetzt auch kam, wie das jetzt nochmal krass nach oben geht. Ich glaube, sie hatten sich ja jetzt auch geeinigt und da waren es dann am Ende, ich weiß nicht, irgendwie ein paar Millionen, 10 Millionen Barrel weniger am Tag oder 20 Millionen. Aber da die Nachfrage ja so krass eingebrochen ist, hat das jetzt, glaube ich, nachhaltig jetzt eben nicht mehr zu einem weiteren Schub beim Öl gesorgt. Also man muss immer schauen an der Börse, ob der Markt schon irgendwas erwartet, ob die Reaktion schon extrem da war, weil wenn die Reaktion schon vorab stattgefunden hat, dann kann es eben auch mal schnell so ein Sell the News geben. Und das war, glaube ich, jetzt auch bei Öl so ein bisschen der Fall. Und da war noch eine Frage von William F.O. Investments in Öl. Ölunternehmen, also wie kann man am besten in Öl investieren? Das, was, glaube ich, nicht so gut ist, ist einfach zu sagen, ich kaufe ein CFD auf Öl, weil wenn man das langfristig hält, dann gibt es ja immer diese Rollverluste durch die Future-Kontrakte. Da verliert man langfristig immer ordentlich Geld. Also da würde ich eher dann, wenn man investieren will in Öl, entweder man hat einen eigenen Öltanker und bunkert dort Öl zwischen, so wie es Shell macht aktuell, oder man investiert einfach in Ölunternehmen wie Shell. Und die hängen natürlich auch extrem krass vom Ölpreis ab. Wenn der Ölpreis wieder steigt, dann wird Shell wieder krasse Gewinne machen und dann wird auch der Kurs wieder steigen. Sie werden wieder Dividenden zahlen. Und bei Shell hat man eben den Vorteil, dass es da nicht diese Rollverluste gibt, wie wenn man jetzt in Ölkontrakte direkt investiert. Also das ist zumindest meine Meinung. Aber ich bin da ganz ehrlich kein Experte jetzt drin. Also kurzfristig kann man auch Öl ein bisschen zocken mit so CFDs und so, aber mittel- oder langfristig glaube ich eher nicht. Mr. Mark Unofficial, wie gehst du mit deinem Langfristdepot um? Warten oder nachkaufen? Ich habe doch schon nachgekauft und teilweise viel zu früh und teilweise perfekt getroffen. Hat jetzt nochmal am Donnerstag geschaut. Nemetschek und Hypoport und MTU hatte ich nachgekauft und CTS Eventim und die waren zwischen, ich glaube, MTU ist jetzt 28% im Plus und CTS Eventim, Hypoport und so, die sind, glaube ich, alle über 30% im Plus jetzt. Also da bin ich ganz zufrieden. Meine ersten Käufe, das war, glaube ich, bevor der Crash überhaupt fast losging. Mastercard nicht, aber Disney, glaube ich, die ist jetzt sogar auch fast gar nicht mehr im Minus. Also selbst diese Aktien mit diesem katastrophalen Timing sind gar nicht mehr so stark im Minus. Also da bin ich ganz entspannt. Und aktuell habe ich zwar noch einiges auf Watchlist, aber muss erstmal wieder Geld verdienen mit meinem Trading Depot. Da sieht es zwar ganz gut aus, aber wie gesagt, ich werde jetzt nicht nachkaufen in diesen Hype hinein gerade, weil ich weiß auch nicht, ob es jetzt nochmal runtergeht oder nicht runtergeht. Aber grundsätzlich ist es mir lieber, das, was viele sagen, was sie nicht machen wollen, in den Fall das Messer zu greifen. Und dann läuft es vielleicht noch gegen mich, wie jetzt, nachdem der Markt 30% gestiegen ist, dann jetzt zu kaufen. Denn es ist natürlich ein Irrglaube zu sagen, jetzt ist irgendwie was sicherer oder so. Ne? Es kann jetzt sein, dass man jetzt eher genau als letzter zum Hoch kauft, wenn man FOMO hat. Und dann ist es mir dann doch lieber, wenn ich wieder in der Panik zugreife. Also das ist meiner Meinung nach langfristig einfach sinnvoller. Der David HK TTR, Trading nur mit Einzelaktien oder auch Derivate? Lasse ich die Knockout-Idee wieder aufleben, wenn alles auf Tiefs fällt? Genau, also wie gesagt, diese Knockout-Idee war da, dass ich da auf Sicht von mehreren Monaten mal ein paar Aktien kaufe, wo ich mir ordentlich Chancen ausrechne und dann diese ganze Sache laufen lasse. Ich riskiere 10.000 Euro und entweder es geht gut oder nicht. Das war so die Idee. Allerdings ist mir jetzt der Markt hier halt so ein bisschen weggelaufen. Deswegen werde ich dort mal abwarten, ob es einen Rücksetzer gibt. Aber grundsätzlich handle ich immer nur die Aktie direkt und eigentlich nie Derivate, zumindest in meinem privaten Trading, weil der Handel mit Derivaten eben ja, viele Probleme birgt. Vor allen Dingen so im Crash wäre ich überall ausgenockt worden. Die Emittenten stellen keine Kurse und ja, da gibt es ganz viele Probleme. Und beim normalen Trading mit Aktien hat man eben viele Vorteile. Lelo 769, zyklische Aktien aus den USA. Boah, zyklische Aktien aus den USA. Vielleicht mal so ein Blick auf den Bausektor. Trump hat doch angekündigt, hier Billionen Investitionspaket. Vielleicht gibt es in der Richtung dann bei Caterpillar oder was gibt es denn noch alles hier? 3M vielleicht, so Zykliker, da Chancen. Aber habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so genau angeschaut, diese Branche. Also auf jeden Fall, wenn da dieses Aufbau-Billionen-Paket kommt, da kann ich mir schon vorstellen, dass so Infrastrukturunternehmen oder auch Hochtief zum Beispiel, dass es dort dann auch Chancen gibt. So,
Nick Brüggemann, wie fange ich mit Trading an? Buchempfehlungen. Wie gesagt, ich mache dazu jetzt nochmal ein Video auch mit den Buchempfehlungen, aber grundsätzlich beim Trading ist meiner Meinung nach echt das Wichtigste, Selbsterfahrungen zusammen, Learning by Doing. Und natürlich muss man die Basics kennen, dafür gibt es natürlich dann auch Bücher, aber in diesen Büchern wirst du niemals diese Emotionen dann mitbekommen oder das, wie sich's anfühlt, dann zu traden, wie wenn man das dann wirklich mal selber umsetzt. Und das ist auch ein Riesenunterschied, ob man dann ein Demokonto hat oder ob man ein richtiges Depot hat, wo zum Beispiel mal richtig Geld drin ist. Wenn man anfängt von mir aus 5.000 Euro, und das fühlt sich dann direkt ganz anders an. Das kann ich euch sagen. Also einfach mal mit ein bisschen Geld anfangen und Erfahrungen sammeln. Denn das ist das Wichtigste. Dani Nau 88, ob ich Veganer bin? Nein, ich bin kein Veganer. Allerdings esse ich wenig Fleisch. Oder ganz selten Fleisch eigentlich, vielleicht einmal die Woche, wenn überhaupt. Das Einzige, und Milch trinke ich auch nicht. Das Einzige, was ich noch an Milch zu mir nehme, ist manchmal Käse oder so Skyr esse ich morgens immer. Das ist irgendwie, Proteine sind schon gut. Der Daniel 25b noch zum Abschluss. Dividendenstrategie oder passives Investieren mit ETFs. Das ist auch Geschmackssache. Also wie gesagt, mir macht es einfach mehr Spaß, direkt in Aktien zu investieren. Und da ich mich auch den ganzen Tag damit beschäftige, macht das meiner Meinung nach auch Sinn. Aber wer anfängt mit Börse oder wer noch nicht so viele Erfahrungen hat, da sind natürlich ETFs eine super Sache, weil man direkt eine gewisse Streuung hat, niedrige Gebühren. Also da spricht ehrlich gesagt nichts dagegen. Man kann es ja auch ein bisschen kombinieren. Am Anfang erstmal als Basis ein paar ETFs und dann kann man anfangen, so ein paar Einzelaktien aufzubauen. Denn mit ETFs hast du natürlich dann im Endeffekt immer nur ja, die Durchschnittsrendite am Markt. Und wenn du vielleicht in so einem Crash, den wir jetzt gerade hatten, die ein oder andere Position billig abgreifst, die danach stark wächst. Zum Beispiel schaut euch mal an, was ich gesagt hatte, so aus dem TecDAX einige Aktien, natürlich auch die ganzen großen wie Amazon und so, aber auch Nemetschek und so, die haben sich halt verhundertfacht irgendwie, ja. Also das sind, oder verzehnfacht. Und da gibt es natürlich dann extrem krasse Chancen. Das, was auch Beate Sander immer gemacht hat, diese Hochtief-Mut-Strategie, ist gar nicht so blöd. Und die meisten Leute, was ich jetzt auch wieder in der Krise gehen habe, die kaufen halt dann einfach. Die sagen immer, es geht noch tiefer, DAX 3000, die erzählen so einen Käse da die ganze Zeit. Und am Ende gucken sie dann wieder dumm aus der Wäsche, weil die Kurse weggelaufen sind. Also, naja. Und genau, eine Frage noch als letztes, der Tilly Banani Goldminen. Was ich dazu sage, also puh, Gold, ich habe Goldmünzen, Goldminen habe ich gar nicht. Kann man natürlich sich auch jetzt ins Depot reinmischen. Allerdings, wenn man so einen Crash sieht, wie wir jetzt hatten, da sieht man auch, dass diese ganzen Goldminen, Barrick Gold und so, alles wird mit abverkauft, weil es einfach quasi Liquiditätsmangel gibt. Aber klar, wenn man daran glaubt, dass der Goldpreis weiter steigt, das kann sogar gut sein jetzt bei der zu erwartenden etwas anziehenden Inflation, dann können wahrscheinlich auch die Goldminen Geld verdienen. Aber ich bin halt nicht jemand, der da jetzt extrem viel Geld reinschiebt, wie es hier Friedrich und Weig und so alle sagen, weil die sagen Hyperinflation und so. Also ich glaube da erstmal mit kurzfristig nicht dran, aber wir werden es sehen. So, das war der erste Teil von diesem Video. Das werde ich jetzt wahrscheinlich dann bei 13 Minuten. Ich werde es bei YouTube hochladen, genau. Und den zweiten Teil vielleicht dann bei Instagram TV, weil da waren wieder so viele Fragen. Kommt dann noch nächster Teil. Und ihr könnt natürlich gerne unter dem Video noch weitere Fragen reinschreiben. Wenn was Interessantes dabei ist, dann werde ich das auch mit aufnehmen. Und ansonsten sage ich, ja, schöne Feiertage und lasst mir so einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und genau, abonniert den Kanal. Und ansonsten sage ich, ciao, ciao, bis zum nächsten Video.